Hi Leute, hier ist wieder euer Chomp. Heute stelle ich euch ein Spiel vor namens Wolfschanze. Das ist aus dem Jahre 2006 von Kalaris Studios. DTP Entertainment hat das veröffentlicht, so wie sie auch damals dieses unsägliche Captain Brave veröffentlicht haben, beziehungsweise später erst, also 5 Jahre später veröffentlicht haben, welches ja ziemlich verbuggt war. Hier geht es einfach darum, wir spielen den Herrn Freiherrn Grafen von Stauffenberg und müssen Hitler kaputt machen. Und wie ihr schon seht, ist die Grafik sehr toll, also ist schon auf High-End eingestellt, also höher geht's gar nicht. Jetzt weiß ich nicht genau, ich habe das vor Ewigkeiten gespielt, ich glaube, als das rauskam. Ich weiß nicht mehr, ob hier Blut enthalten war, ich glaube in der deutschen Version, obwohl auf dem Screenshot hier hinten, auf dem einen, sind ein paar Blutspritzer zu sehen. Aber ich habe gelesen, dass in der deutschen Version kein Blut vorhanden ist. Und jetzt, was wollte ich noch sagen? Jetzt habe ich auch vergessen, ich habe das Spiel fast komplett vergessen. Also so toll muss es gewesen sein. Also wir kämpfen uns halt irgendwie vor, machen Hitler kaputt, der hier auch angezeigt wird hinten, aber der gar nicht wie Hitler aussieht. Kämpfen uns halt irgendwie vor und müssen halt dann flüchten. Also die Wehrmacht verfolgt uns dann. So, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Ich habe gerade versucht, hier kann man... hier, man konnte es damals im Netz spielen. Offensichtlich kann man dies aber nicht mehr, weil ich habe gerade 5 Minuten versucht, hier irgendwie einen Server zu finden. Aber sind wohl alle offline. Was mich natürlich auch nicht wirklich wundert. Die Steuerungen sind so, wie man sie halt kennt. WASD, Springen ist halt der Taste. Angriffe sind halt mit den Maustasten auszuführen. Also rechts ist halt alternativ. Dann gibt's, ja, es gibt hier noch Q ist treten. Ja, dann kann man halt, muss man umstellen auf Laufen. Ist halt Feststelltaste und sowas alles, ne? Und ja, so ein Krempel halt. So, wir spielen jetzt mal Piece of Wurst. Also das leichteste, weil ich es eigentlich nur vorstellen will. Müsst ihr dann selber wissen, ob ihr das euch das irgendwie mal kauft. Ich habe es, glaube ich, für 1 Euro vom Flohmarkt, wenn ich mich recht entsinne. Auch schon vor 2 Jahren gekauft, jetzt wieder. Ich werde kurz cheaten, weil an das Einzige, was ich mich noch erinnern kann, war, dass man plötzlich die Gegner einfach aus dem Nichts auftauchen und mit einem Schuss kaputt machen. Also wirklich, sofort, du bist sofort tot. Ja, also mache ich hier mal einen Gold-Mode an. Ich will das ja auch nur zeigen, das Spiel. Normalerweise würde ich so nicht spielen. Mein Bruder hat gesagt, ey, wenn er cheaten kann, dann cheatet er auch. Ja, also ich versuche das erstmal so hinzukriegen. So, wir wählen jetzt mal das Piece of Wurst und schon geht's los. Eben gerade war auch schon ein Intro zu sehen, aber es wurde einfach komplett alles abgebrochen. Nach einer Sekunde. Weil ich hab, also konnte mir nichts angucken hier. Ich wundere mich, dass das sogar ohne Emulator läuft, weil das ist noch für XP designt. Also weder Vista noch Windows 7 oder so. Obwohl, wisst ihr, wenn ich mich recht entsinne, 2006 schon erschienen war. So, offensichtlich geht's schon los. Ohne großes Intro und gar nichts. So, ich mach mal kurz den Cheat ein. Da haben wir die Konsole. Ah, englische Tastatur. So, das ist der God Mode. Mehr brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ich sehe leider... Oh Gott, das ist ja wie Doom. So, wir können hier wohl kicken. Was ist denn cool? Bisher kann ich noch gar nichts machen. Aha. Oh, 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 oh. Die Maus ist aber sehr, sehr empfindlich. Was für eine Grafik, alter Schwede. So, Salute! Aha. Was für ein Level-Design, oder? So, die Tür geht zu. Man muss echt aufpassen mit der Maus hier. Ich sollte vielleicht die Empfindlichkeit ein bisschen rausnehmen. Was sind das hier für Einschüsse? Sollen das Einschusslöcher da stellen, oder was? Ich denke mal, wir hauen sofort Hitler kaputt. Ah, das sind nur Sie, Herr Oberst. Das so klingt... wie Sie, Herr Oberst, es angewiesen haben, habe ich die Ladung vorbereitet. Sie befindet sich in dieser Aktentasche. Wie ist sie? Bitte beeilen Sie sich. Die Stabversammlung hat schon angefangen. Angefangen? Ich muss mal. Ich glaube, dieses Entwicklerstudio kommt aus Osteuropa. Weil irgendwie veröffentlicht DTP nur Sachen aus Osteuropa, wenn ich mich recht entsinne. So geht die Tür hier auf. Nee. Oh Gott, der mit der Maus, das macht mich wahnsinnig. Die Stabsversammlung, ja, wo ist denn die? Oder muss man irgendwas machen? Das ist springen, Tür auftreten geht auch nicht. Ganz vorsichtig.
Ich werde mal kurz die Mausempfindlichkeit ein bisschen rausnehmen. Wie komme ich hier ins verkackte Menü? Da war gerade was zu sehen, oder? Ja. So, der ewig. Einstellung, Steuerung. Empfindlichkeit der Maus, wir nehmen einen Ticken zurück. Okay, ich hoffe, das reicht. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Hier war der Ausgang, wenn ich mich recht entsinne. Das fühlt sich schon mal gut an hier. Ja, Ausgang. Hier muss man tierisch aufpassen. Kann ich jetzt die Mausempfindlichkeit noch ein bisschen rausnehmen hier? Ach, ich glaube, wir haben wenig Zeit. Die Stadtversammlung hat schon angefangen. Dann lass mich doch mal rein hier, du Vogel. Die Tür kann man offensichtlich nicht öffnen. Scheiße. Die wird man auch nicht öffnen können. Dann muss das ja hier sein. Das geht ja schon mal gut los. Ey, was ist das für ein Müll? Guck, mach doch mal die Tür auf, Junge. Muss ich damit irgendwo rauslaufen? Oder bin ich schon in der Wolfschanze? Nee, das kann ja nur hier sein. Dieses Mausgewabbel macht mich wahnsinnig. Ich glaube, ich habe hier irgendwas verpasst. Geht's denn hier weiter oder was? Nee, jetzt gehen wir nochmal zurück zu dem Typen. Das nervt er langsam. Oh Gott, ey, dieser. Wir haben wenig Zeit. Die Stadtversammlung hat schon angefangen. Ist klar, Wladimir. Komm, nicht bleibt weiter. Wir kommen auch nicht weiter. Wir haben wenig Zeit. Halt doch mal die Schnauze. Die Stadtversammlung hat schon angefangen. So, jetzt reicht's mir. Steuerung. Angriff, alternative Angriff, drehen nach links, drehen nach vorwärts, rückwärts, anheben, herunterlassen, E, Fuß zurück, Großaufnahme, Tab. Nächste Seite. Laufen, umladen, Mausbewegung ausschalten. Nee, die brauche ich ja. Mausangriff, ja. Umsehen mit Maus. Speicherung des Bildes. Das gönne ich mir mal hier. Wo war denn das? So. Taschenlampe. Oh, gut gespeichert, das dauert. Noch eine Seite. Achso, das ist die vorige. Ja, und wie kriege ich jetzt den Krempel hier auf, diese bekloppte Tür? Ich hasse das Spiel jetzt schon. Sprung nach oben, hinhocken, Lauf. Umladen, ausschalten, Mausangriff. Ah. Ist nicht fertig hier. Wir haben wenig Zeit. Die Stadtversammlung hat schon angefangen. Moment mal. Das sieht aber auch alles gleich aus. Hat der jetzt. Der hat mir was angezeigt hier gerade. Wo muss ich denn jetzt hin mit dem Scheiß? Wir haben wenig Zeit. Die Stadtversammlung hat schon angefangen. Vielleicht explodiert mir gleich die Tasche in der Hand hier. Ich gehe nochmal kurz zu dem Soldaten raus. Und quatsch mal mit dem. Das ist ja langweilig. Guck mich kurz hier um, gibt's hier vielleicht noch irgendwas? Gott, hier hängt man ja in jedem Scheiß fest. Ne, ich glaube, hier muss man später flüchten. Oder? Ach, das ist Rennen. Das soll Rennen sein. Jetzt nehme ich raus. Ne, das ist kein Rennen. Das ist nix. Irritiert mich jetzt wirklich. Er läuft ja ganz normal weiter. Mhm, links, rechts. Ja, komm hier. Hier muss ich rein. Ah! Mein Gott! Was ist das hier? Das hier werden die Filme entwickelt. Propaganda! Aber wo muss ich lang? Die Karte gibt es glaube ich auch nicht. Sehen wir, dass hier lauter Soldaten stehen. So wie das summt, klingt das wie so ein Elektro- und Generatorenraum. Tja, gehen wir hier nach vorne. Salut! Herr
Oberst! Der Führer erwartet Sie bei der Staatsbesprechung! Ja, wir gucken uns mal um, was es hier für ein Krempel gibt. Kann man hier auch noch rein? Nee. Da kann man auch nicht durch. Was für ein Level-Design. Da habe ich schon bessere Spiele gesehen, wenn ich so an Red Faction ans erste denke. So, und hier muss man rein, ja? Ja? Bevor wir die Besprechung beginnen, muss ich Sie daran erinnern, dass ich keine Verspätung dulde. Wenn es eure Verdienste für die Armee nicht gäbe, ließe ich jeden Offizier, der sich bei der Besprechung verspätet, erschießen. Ich bekomme gerade die Information, dass einige von Ihnen an dem von uns geführten Krieg zweifeln. Sie erwägen die Möglichkeit, auf die Pläne in Bezug auf die Unterwerfung der Welt zu verzichten. Aber ich, der Führer, sage euch, alle, die Friedensverhandlungen aufnehmen, werden verhaftet wie Verräter. Okay, wir laufen mal, wohin auch immer. Die Treppe hoch. Explodiert das Ding schon? Noch ist nichts explodiert. Ich hätte wohl nicht da stehen bleiben müssen, bis das Ding hochgeht, oder? So, geht wieder hoch. Gott, was für Scheiße. Okay, jetzt ist das. Der Führer ist tot! So, der ist gleich hinüber. Kann ich irgendwas aufnehmen? Nee. Okay. Ich hab eine Waffe. Also hier gibt's kein Blut offensichtlich. Schade, schade, schade. Aber echt, für so einen Krempel werde ich mir auch kein Blockpatch jetzt irgendwie ziehen. Okay. Gut, wackel, wackel, wackel. Ach ne, hier ging's ja nicht raus, ne? Achso, er ist dauernd am Laufen. Und wenn ich die Taste gedrückt halte, dann läuft er langsam. Ich komme aus dem Sheet jetzt raus. Ich muss wahrscheinlich wieder zurück. Da gehe ich mal schwer davon aus, oder? Ich weiß ja auch nicht, wo wir hinflüchten müssen. Und wieder gar nichts macht. Und die Schalldämpfer hier, oder was? Ist ja super leise, die Waffe. Was für ein Scheiß. Kann man hier nicht sowas wie eine Karte sehen? Und eine M? Nee, Karte ist schon nicht. Ich habe ja hier angefangen. Obwohl, man könnte vielleicht hier hinten lang. Das weiß ich natürlich auch nicht. Ich hab auch, mir fällt auch nichts mehr ein von diesem Kack hier. Der Sound, ey. Dann kann man hier rüber klimmen? Nee. Hier kann man nicht rüber. Was haben wir denn noch hier zu... Diese Fässer kaputt machen? Fässer auf, genau, auf so ein Fass springen und dann rüber über die Mauer. Okay, von hier kamen wir jetzt. Ach nee, warte mal, wir werden mal zu unserem Helfer hier wieder gehen. So, Stanislav. So. Wo ist der Oberst Klaus? Wir haben den Befehl, den Oberst zu verhaften. Wie viele Schüsse halten die eigentlich aus? Das ist ja nicht normal. Will mich verarschen? Okay. Wollt ihr mich verarschen? Verbuggt oder was? Oder ist ja gar nicht dafür gedacht, dass man den tot macht. Wie lange hat der jetzt gebraucht? So, wie wechsle ich jetzt wieder? Das habe ich schon wieder vergessen. Was für ein Scheiß. Wie viele Folgen soll ich davon drehen? Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr.
So, Einstellung, warte mal, Steuerung war das. Umladen, R, okay. Ich schätze mal, umladen ist. Wie kriege ich denn die Waffe jetzt wieder? Was für eine Kacke hier. Wie kriege ich jetzt die Waffe wieder? Gott, was für ein Design. Ich bin voll fertig, ey. So ein Spiel. Ja, wie kriege ich jetzt die Waffe wieder? Jetzt reicht's mir hier, echt. Ist das bekackt gemacht, ey. Husre Q. Okay, haben wir. Aber ich krieg's ja nicht wieder zurück. Alternative Angriff. Maustaste rechts oder N. Mausbewegung umladen, Lauf, hinhocken. Verstehe ich nicht. Ich muss doch die Waffe wieder bekommen hier. Na, F ist Taschenlampe, ja? Funktioniert aber nicht. Alternativer Angriff ist einfach nur ranzoomen, oder was? Ich will die Waffe jetzt wieder haben hier. Ja. Was für ein Scheiß. Jetzt geht's hier weiter. Bin ich irgendwo runtergesprungen? Keine Ahnung, wo ich bin. Was ist gut gemacht? Ui, ui, ui. Was? Was steht da? Was steht da? Der deutsche Werber! Okay, mach doch mal irgendwie auf hier. Oder? Das ist eine Kacke. Diese Maus macht mich wahnsinnig. Und dann geht's offensichtlich nicht weiter. Geht's hier irgendwie weiter? Nee, von hier bin ich gekommen, da bin ich runtergefallen. Ich muss ja irgendwo hier durch. Was für ein Scheiß. Was für ein Scheiß. Ey, jetzt erzähl mir nicht, ich hätte einen Schlüssel bei den Typen oder so mitnehmen sollen. Doch der sammelt hier alles automatisch ein. Aha. Das ist ein Hulk, ey. Der kann einfach die Kisten zerlatschen. Das ist auch nichts. Scheiße, von da bin ich gekommen. Ich hätte vielleicht nochmal hochspringen sollen oder so. Alle Kisten kaputt. Aha. Medipacks. Die er nicht einsammelt. Aha. So, jetzt tragen wir eine Kiste durch die Gegend. Aber da kommt man ja sowieso nicht runter. Wo ist das beschissen? Wo ist das beschissen? Guck mal, wie sie schwebt. Die schwebt einfach, die Kiste. Und hier sind wir gekommen, ja. So, jetzt legt man die Kiste wieder ab. Aber natürlich kann ich nicht mehr rausspringen, oder? Ne. Mal kommen. Leg mich in den Arsch hier. Was für ein Scheiß. Noch ein Medipack. Wie komme ich denn aus der Kacke jetzt raus hier? Und diese Dinger benutzen? Wie kann man hier nicht wirklich interagieren mit irgendwelchen Personen, falls sie auftauchen sollten? Wie komme ich jetzt hier raus? Was für ein Scheiß. Ey, was, wozu gibt es diese Tasten, wenn die eh nicht. Die haben gar keinen Sinn, diese Tasten. Was war das? Willst du mich verarschen? Oh Gott. Jetzt kommt bestimmt gleich ein böser Wehrmachtssoldat, da ist schon einer. Herr Oberst! Ich hab den Befehl, niemanden hinauszulassen. Im Stabquartier gab es eine Explosion. Es gibt Tote und Verletzte. Wir suchen die Täter. Der Täter! Täter. So. Von hier raus? Ne, da geht's nicht weiter. Geht's hier weiter? Ne, ich wohne nicht weiter. So. Warte mal, hier habe ich gerade drauf geguckt, als ich hier lang gelaufen bin. Hier geht's hoch. Dann kommt man ja eventuell hier raus. Das kommt mir also bekannt vor gerade. Ja.
Whatever. Ein Tritt in die Fresse und schon ist Ruhe. Oh. Wie kann ich auf diese Waffe wechseln? Ich hab die Kette. Ist das beschissen. Ey, das macht mich fertig. Ich muss ja wieder auf diese Waffe wechseln können. Ey, was wollt ihr mich verarschen? Okay, wir machen hier erstmal eine kurze Pause. Ich muss da nochmal kurz reingucken. Ich werde ja irgendwie wieder auf die Waffe zugreifen können, zumal ich ja wahrscheinlich noch 1000 Schuss jetzt habe mittlerweile, ne? Also, dann bis zur nächsten Folge von diesem super tollen Wurmstanzespiel. Das beste Game ever, ne? Also, bis dann, Leute.